Ja, schönen guten Morgen, ihr GP-Farmer. Ich schaue euch hier das neueste Video aus mit einem kleinen Tipp, wie ihr diese Woche besonders viele GPs farmen könnt. Dazu stellt ihr einen Kader zusammen, möglichst mit den besten Spielern, die ihr habt. Dann spielt ihr die neue Koop-Online-Herausforderung im Pokal. Geht hier auf Koop Challenge. Wettbewerb betreten. Wählt eine Clan-Partie. Wer noch keinen Clan erstellt hat, kann das hier unten bei Koop-Einstellungen noch machen. Dann wählt ihr, wie gesagt, Clan-Partie, erstellt einen Raum. Erstellt einen Raum mit Passwort. Betretet euren Raum. Ja, und dann startet ihr einfach das Spiel. So spielt ihr alleine mit zwei computergesteuerten Mitspielern. Trefft auf verschiedene Gegner, entweder auch die alleine spielen, zu zweit spielen oder zu dritt spielen. Der Punkt ist ganz einfach, wenn ihr alleine spielt mit zwei Computer-Mitspielern, bekommt ihr einen Multiplikator für jeden Spieler, die ihr abstellt. Das heißt, ihr stellt 18 Spieler zur Verfügung, also bekommt ihr einen, ich glaube, 1,7 oder 1,8 Multiplikator. Wenn ihr jetzt mit zwei anderen Leuten spielen würdet, würdet ihr nur für sechs Spieler einen Multiplikator bekommen. Das wäre dann nur 0,6 oder 0,7 als Multiplikator. Außerdem gibt es in diesem Modus einen doppelten Multiplikator, also ein 2,0 für euren Sieg. Was heißt für euren Sieg, für das Spiel allgemein? Das heißt, ich mache jetzt hier das erste Spiel des Tages. Wenn ich jetzt hier gewinne sollte, bekomme ich 18.000 GP für den ersten Sieg des Tages plus 1.000 GP für den Turniersieg. Das wären also 19.000 GP. Bei einer Niederlage bekomme ich mit meinem 3-Sterne-Team 3.300 GP. Das ist mehr als im normalen Modus, was ich für den Sieg bekommen würde. Unentschieden gibt, glaube ich, 5.500 oder sowas und ein Sieg gibt über 8.000 GP. Das Ganze läuft noch bis Mittwochnacht. Am Donnerstag kommen ja dann die neuen Pokalspiele. Also haut rein, sammelt noch ein bisschen fleißig GPs und spart's für die nächsten Agenten. Ja, das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen, mehr müsst ihr nicht machen. Einfach nur schön Koop-Challenge spielen, alleine mit zwei Computerspielern. 16 gute Spieler aufstellen und dann möglichst gewinnen. Ja, und dann könnt ihr schon GPs sammeln. Das war's von mir. Kurzes Video. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Ciao.